Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin für die Oberpfalz. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Deckelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbaren Energien oder kurz ausgedrückt dem EEG. Zu diesem Thema begrüße ich auch später Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem diskutieren wir den Ausgang der bayerischen Kommunalwahlen. Der erste Entwurf für die Änderungen des Erneuerbaren Energiegesetzes ist fertig. Und sofort hat Sigmar Gabriel dafür auch Kritik einstecken müssen. Während die einen von einer Blockade der Energiewende sprechen, sehen die anderen die Deckelung als zu niedrig. Die Energiewende ist gerade in Bayern auf einem guten Weg. Wir haben über ein Drittel des Stromverbrauchs bereits aus erneuerbarer Energie. Jetzt geht es ein Stück weit darum, die Preise stabil zu halten für die Bürger und für die Wirtschaft. Und es geht darum, die Versorgungssicherheit für Bayern sicherzustellen. Der Ausbau der Erneuerbaren ist weiter wichtig, aber die Prioritäten haben sich sicher ein Stück verschoben in Richtung Bezahlbarkeit und in Richtung Zuverlässigkeit, Versorgungssicherheit. Da müssen wir die ganze Aufmerksamkeit hinlegen und dafür ist durchaus auch Anpassungsbedarf beim EEG, wobei auch hier natürlich wichtig ist, dass bayerische Interessen gewahrt bleiben, dass wir beispielsweise den Bayernplan bei den Biogasanlagen umsetzen können, um Biogasanlagen flexibel einzusetzen, wenn Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Es gibt einige bayerische Interessen, aber insgesamt ist wichtig Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit. Wir brauchen eine Reform des EEGs, um zwei Punkte zu erreichen. Zum einen den Strompreis in den Griff zu bekommen und zum anderen die Energiewende so zu gestalten, dass keine Überförderungen eintreten, aber auch keine Initiativen ausgebremst werden. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich hoffe, dass jetzt in den Verhandlungen auf Bundesebene auch für alle Bereiche, sei es Windkraft, sei es Biogasanlagen, Lösungen gefunden werden, mit denen man auch leben kann. Ja, auch hier muss man mal schauen, wie es dann konkret ausschaut. Da ist natürlich auch wichtig, was die Europäische Union jetzt, die Kommission macht. Bezüglich der Industriezweige, die ausgenommen werden. Ob hier die Energiewende torpediert wird, glaube ich nicht, weil die Energiewende wird nach meiner Meinung auch von anderen Faktoren maßgeblich abhängen. Zum Beispiel Leitungsbau, inwieweit dass wir Strom von Nord nach Süden transportieren können, inwieweit dass man dadurch den Kernkraftwerkstrom in Bayern ersetzen kann. Und ich glaube nicht, wir sind so weit bei alternativen Energien, dass es jetzt da so eine große Bremse gibt auf einmal, dass dadurch die Energiewende blockiert wird. Weil es ist klar, dass wir jetzt ad hoc unseren Atomstrom oder Kernkraftstrom eigentlich nur durch Stromtransport lösen können. Und Stromtransport hängt natürlich auch vom Bau der Leitungen ab. Nur aus meiner Region der Oberpfalz ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel im Bereich von Großmetzgereien die Situation, dass die von der EEG-Umlage befreit sind. Wir haben auch die ganzen großen Molkereien, die milchverarbeitenden Betriebe, die müssen keine EEG-Umlage zahlen, das müssen die einfachen Bürgerinnen und Bürger zahlen oder die kleinen Handwerksbetriebe, die müssen sozusagen zahlen, was die Großen erlassen bekommen und das kann es nicht sein. Das verzerrt auch den Wettbewerb. Ich war letztes Jahr in Spanien und habe zum Beispiel dort im Supermarkt einen Joghurt der Milchwerke Schwarzenfeld gesehen für 29 Cent. Da frage ich mich schon, müssen wir sowas subventionieren, dass die Milchwerke Schwarzenfeld in Spanien verkaufen oder ist das was, was vielleicht die Spanier selber auch ganz gut auf die Reihe bekommen würden? Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, den bayerischen Kommunalwahlen. Gerade einmal zwei Wochen sind sie her, die entscheidenden Stichwahlen gibt es genau morgen. Doch schon jetzt sehen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit bestätigt. Jeder fühlt sich sogar als kommunaler Gewinner. Die CSU hat die Kommunalwahl mit klarem Vorsprung gewonnen. Wir haben bayernweit rund 40%. In den Regionen sieht es natürlich unterschiedlich aus. Wir haben beispielsweise in der nördlichen Oberpfalz mit dem Andi Meier einen neuen Landrat im Landkreis Neustadt, der mit 63% gewählt ist. In den anderen Landkreisen der Stadt Weiden hatten natürlich die Amtsinhaber einen Startvorteil. Aber insgesamt ist sicherlich die CSU weiterhin auch auf kommunaler Ebene die bestimmende Kraft in Bayern.
Ich denke, die Gewinne sind die kleineren Parteien und Wählergruppierungen, weil dadurch, dass jetzt überall nach Haare Niemeyer ausgezählt wird, haben diese Gruppierungen und Parteien doch ein deutlich größeres Gewicht in den Kommunalparlamenten. Erst einmal zur allgemeinen Frage. Ich glaube, die CSU hat sich insgesamt in Bayern gut gehalten. In Regensburg müssen wir leider in die Stichwahl für die OB-Wahl am Sonntag und wir hoffen nochmal alles zu geben. Und wir hoffen natürlich, dass unser Kandidat trotz dieser eher nachteiligen Ausgangslage natürlich unser Kandidat gewinnen wird. Sonst müssen wir dann schauen, wie die Zusammensetzung im Stadtrat, welche Koalitionen sich dann bilden können. Aber dazu will ich erst nach der Stichwahl was sagen, weil erst einmal schauen wir, wer der Oberbürgermeister wird, der Neue in Regensburg. Also wenn ich mir die Endergebnisse anschaue, dann muss ich sagen, dass wir Grüne sehr gut abgeschnitten haben. Wir haben bayernweit ungefähr 2% zugelegt, sind bei 10,2 oder 10,4, ob die genaue Zahl nicht parat, aber wir sind auf jeden Fall zweistellig geworden in ganz Bayern und das ist für uns ein wirklich großes, gutes Ergebnis. Wir sind auch flächendeckend in allen Kreisen und kreisfreien Städten angetreten und die CSU gehört sicher zu den Verlierern. Sie hat diese magische 40%-Hürde nicht gerissen, von der ja der Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende immer gesprochen hatte. Plenum TV kontrovers, das Thema diesmal das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Es regelt die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in unser Stromnetz und natürlich auch deren Einspeisevergütung. Zu diesem Thema begrüße ich Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Beide sind sie im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr und Energie und Technologie. Herr Blume, es gab schon immer Änderungen im EEG. 2009 gab es die Einführung des Ausgleichs, 2012 zum Beispiel die Direktvermarktung. Warum ist denn die jetzige Änderung so stark diskutiert? Weil wir im Moment nicht nur an ein paar Stellschrauben wie der Vergangenheit im Kleinen drehen, sondern sehen, dass das EEG insgesamt großen Reformbedarf hat. Der Hintergrund ist, wir sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen in Deutschland beim Zubau der erneuerbaren Energien. Wir sind zum Teil weiter vorangeschritten, als selbst die kühnsten Überlegungen sich vorstellen konnten oder im Auge hatten. Und umgekehrt merken wir inzwischen, dass es einige Phänomene gibt, die wir unbedingt beheben müssen. Und die Tatsache, dass jede zusätzliche Anlage, die heute neu ins Netz geht, Photovoltaik oder Wind, zum Teil auch den Ausgleichsmechanismus für die Anlagen in der Vergangenheit mit beeinflusst, dass die Preise zu manchen Tageszeiten im Keller sind, zu anderen Tageszeiten wir mitunter nicht genügend Kapazitäten haben, dass Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die eigentlich genau notwendig wären für die Energiewende als flexibler Ausgleich, dass die heute aus dem Markt gedrängt werden und sich nicht mehr sozusagen am Markt verdienen können. All das sind Effekte, die wir im Auge haben müssen und wo es jetzt mit einer einfachen Vergütungsneuregelung nicht getan ist. Es will keiner die Energiewende abwürgen, das würde ich auch gleich sagen. Es ist aber wohl notwendig, jetzt das zweite und das dritte Drittel in gewisser Weise zu organisieren der Energiewende. Und da reicht ein einfacher Markteinführungsmechanismus, wie er das durch das EEG eben vorhanden war, reicht da nicht aus. Eine eingesetzte, vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission empfiehlt dir, das EEG abzuschaffen. Ich zitiere hier aus dem Gutachten vom 26.02. Das EEG entfalte keine messbaren innovativen Wirkungen. Herr Stümpfig? Wir bräuchten andere Mechanismen. Also es ist wirklich so, dass der Strom an der Börse ist mittlerweile aufgrund der Erneuerbaren sehr, sehr niedrig. Diesen Preis müssen wir auch an die Bürger weitergeben können. Und wir bräuchten neue Ideen, dass wir sagen, jawohl, wie schaffen wir es denn, effiziente, flexible Kraftwerke wie unsere Gaskraftwerke auch wirtschaftlich betreiben zu können und endlich die Braunkohle aus dem Markt zu bekommen, dass man nach einem Atomkraftausstiegsplan bis 2022, bis 2028, bis 2030 auch endlich aus der Braunkohle rauskommen. Da muss heute jetzt schon im EEG die richtigen Weichen gestellt werden. Das wird leider nicht gemacht. Man wirft den Erneuerbaren nach wie vor Prügel zwischen die Beine, obwohl sie die billigste Art und Weise ist, Energie zu erzeugen. Und das kritisieren wir stark. Momentan ist in Deutschland die Stromversorgung bei 25%. In Bayern ist sie sogar etwas höher durch die erneuerbaren Energien. 2025 soll sie bei 40-45% sein und 2035 sogar bei 55-60%. Ist dies denn überhaupt möglich?
Also die Tatsache, dass wir heute in Bayern schon deutlich weiter vorne liegen, tatsächlich bei 35% aktuell Anteil erneuerbarer Energie am Strommix, und wir in Bayern ja ohnehin ambitioniertere Ziele haben, schon bis zum Jahr 2021, 2022 auf 50% zu kommen. Ich halte das für absolut erreichbar. Wie gesagt, wir liegen im Moment sogar etwas vor Plan mit all den Folgen, die wir vorhin schon ansatzweise diskutiert haben. Deswegen ist, glaube ich, nicht die Kunst, diesen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen, sondern die Kunst wird darin bestehen, das Ganze so zu organisieren, dass es bezahlbar bleibt. Und das Argument der Bezahlbarkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Und auch das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gehen, das, lieber Herr Kollege, ist ein schleichender Prozess. Es macht keiner seine Fabrik zu und baut zwar anders auf. Aber wenn ich vor der Frage stehe, wo investiere ich neu, dann sehen wir, dass diese Indikatoren heute für Deutschland leider schon negativ sind. Und wir haben das Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, liegen wir ganz eng beieinander. Es wäre verrückt, wenn wir die absolut notwendige, ambitionierte Zielsetzungen für den Klimaschutz in Deutschland aufgeben würden, weil wir irgendwie jetzt merken, ohne die Kohle geht es nicht. Also das ist mit uns nicht zu machen. Herr Stümpfig, stimmen Sie dem so im Grunde zu? Ich stimme dem zu, dass man sagen, Klimaschutz muss wirklich das sein, was uns antreibt. Und da sind wir, denke ich mal, im Prinzip ja schon einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und die Ziele müssen jetzt wirklich auch höher gesteckt werden. Wenn man sieht weltweit die Problematiken, also wir müssen als Industrieland Deutschland, wir müssen als Industrieland Bayern wirklich vorangehen und mutig vorangehen. Da sehe ich momentan einfach ein wenig Mutlosigkeit. Es gibt keinen Plan, weder von der Bundesregierung in besonderem Maße, nicht von der Staatsregierung. Wenn unser Herr Ministerpräsident einmal argumentiert das so, dann wieder so. Also wir müssen wirklich einen ganz konkreten Plan haben und nur dann können wir unsere Bürger auch mitnehmen, weil die Energiewende wird die eine oder andere Last bringen. Also es wird nicht so sein, dass es umsonst zu haben ist. Und wenn es dann nur noch darum geht, das große Thema Energiewende, ob jetzt mein Strompreis 1 Cent mehr oder weniger kostet, ist die Diskussion zu gering. Also wir müssen es einfach schaffen, die Bürger mitzunehmen bei dem Thema Klimaschutz, um was geht es denn, und da wirklich dafür einzutreten. Und da brauchen wir Maßnahmen, und die Energiewende wird nur von unten funktionieren. Es gibt ganz viele Stadtwerke, Bürger, die das in die Hand nehmen. Und wenn wir jetzt wieder bei der Windkraft sind, hat es eben unser Herr Seehofer geschafft, im letzten halben, dreiviertel Jahr ganz, ganz vielen Bürgerenergiegenossenschaften den Mut zu nehmen, die finanzielle Basis zu nehmen mit der 10H-Regelung. Und das ist einfach so viel Vertrauen zerstört. Das wird ganz schwer wieder aufzubauen, aber ich denke, dass man, wenn man da gemeinsam ein Ziel sich setzt, kann man sicherlich erreichen, bloß wir müssen konsequenter werden und nicht immer mal rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Sie haben es gerade angesprochen, die 10H-Regelung und die Pläne. Herr Blume, Sie sind da so ein wenig anderer Meinung. Also ich glaube, der Vorwurf an die Politik ist immer ein bisschen einfach oder wohlfeil zu sagen, es gibt keinen Plan. Eine Energiewende in dem Umfang hat weltweit noch keiner probiert. Es gibt keine Blaupause. Wir bewegen uns in Deutschland, und das bestätigen auch Wissenschaftler, definitiv auf neuem Terrain, insbesondere mit einer Energiewende, die so weit vorangeschritten ist. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch zu sagen, was wir jetzt einmal 2011 beispielsweise beschlossen haben, da verändern wir jetzt kein Jota mehr, darf nichts mehr anders werden, das muss so bleiben. Das wäre natürlich falsch. Und wenn wir jetzt, weil das Thema Wind gerade angesprochen wurde, sehen, dass wir in Bayern übrigens einen unglaublichen Boom haben, 10-mal mehr als in Baden-Württemberg, wo Ihre Partei regiert, dann kann man nicht sagen, hier wird irgendwas abgewürgt, aber wir müssen auch mit der neu entstandenen Besorgnis der Bevölkerung umgehen, dass hier Dörfer umzingelt werden und anderes. Und diesen Überlegungen trägt wiederum der neue Vorschlag Rechnung, bei dem ja übrigens auch am Ende die Bürger das letzte Wort haben, wenn sie vor Ort die Energiewende wollen. Und das unterstelle ich bei den Projekten, wo auch starke bürgerschaftliche Aktivität da ist, dann können die das selbstverständlich machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass sie es machen können, dass wir im Land auf, Land ab in Bayern mittlerweile ganz viele Energiegenossenschaften, denen wirklich der Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Das sind Projekte, die planen Planungszeiträume 3, 4, 5 Jahre. Die sind nach Fukushima wirklich alle aufgerufen worden, jawohl, tun wir was. Und die stehen jetzt mitten in der Planungszeit und jetzt geht es nicht weiter. Also das ist wirklich sehr schade. Da müssen wir einen anderen Weg gehen, und auch Baden-Württemberg begibt sich da momentan auf den Weg, seitdem ein grüner Ministerpräsident dran ist, geht es vorwärts, aber Windkraft hat lange Planungszeiträume, und da müssen wir in Bayern anscheinend in der Staatsregierung noch was dazulernen, nur dann kann die Energiewende gelingen, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren. Das war wieder Plenum TV, das Magazin. Musik